Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil des War of Mine. In unserer letzten Folge, an Tag 33, ist die Cheveta leider verstorben. Die Krankheit hat nämlich gewonnen. Und wir sind dann auch noch einmal in die Autowerkstatt gezogen und haben einiges dort mitgebracht, aber nicht das, was wir gebraucht haben. Wir haben nur Bestandteile, Holz und so Zeug mitgebracht. An Tag 34 bin ich dann in der Ruine geblieben. Wir sind nicht auf Raubzug gegangen. Und Ivano scheint es richtig beschissen zu gehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir das noch aushalten können. Ich hoffe, der Krieg ist bald vorbei. Denn es sieht sehr, sehr schlecht aus für uns drei. Also der einzigste Fitte ist noch der Marin. Und der Henrik und der Ivano. Der Henrik ist extrem krank. Und der Ivano, der dreht langsam am Rad, also dem geht's auch nicht gut. Okay, also wie ihr seht, Ivano geht's richtig scheiße. Okay, kleiner Mann, bewegen kann ich dich nicht. Komm, Marin, da wir ja zu Hause geblieben sind. Wieso kann ich jetzt hier keinen einzigen bewegen? Na, steh doch auf. Wieso willst du jetzt nicht aufstehen? Er ist am Boden zerstört, am Boden zerstört, am Boden zerstört. Okay, ich kann keinen einzigen von diesen drei hier bewegen. Keiner von denen will aufstehen. Ja, super. Hungrig, 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 todkrank, leicht krank. Und dann würde ich sagen, da ich eh keinen bewegen kann, beende ich mal den Tag. Kann ich plündern gehen? Nein, kann ich nicht. Ja, was soll ich dann machen? Okay, wir bleiben mal. Okay, Marin ist gegangen. Henrik ist todkrank und deprimiert. Wo ist denn der Kleine eigentlich? Den kann ich immer noch nicht bewegen. Okay, der Marin ist wirklich abgehauen, der kommt auch nicht mehr. Wir sind jetzt nur noch zu zweit da. Henrik geht's richtig beschissen, er ist todkrank. Das ist natürlich richtig scheiße hier alles. Kann ich was kochen? Nee, kochen kann ich auch nicht, gibt's doch nicht. Dann esse ich mal so eine Konserve. Ich kann mich mit dem Kleinen auch nicht bewegen. Okay, Henrik ist nur noch hungrig, todkrank und deprimiert. Komm, wir gucken mal, ob wir mit dem Kleinen hier reden können. Können wir auch nicht. Wieso können wir denn mit dem Kleinen nicht reden? Der muss doch was essen. Okay, da kommt jemand. Zum Tauschen mitgebracht, okay. Ich brauche Medikamente. Hast du Medikamente? Kräutermedizin hast du. Was gebe ich dir dafür?
die Schaufel, weil ich glaube nicht mehr, dass wir arg weit rausgehen werden. Was gebe ich dir denn? Stellst du dich zufrieden mit ein paar Sachen von denen hier? Okay, das würdest du mir abnehmen, alles klar. Ich brauche die Medikamente. Wie geht's dem Kleinen eigentlich? Der ist leicht verletzt. Wir müssen den Henrik irgendwie gesund kriegen. Ha, diese werden nicht ausreichen. Ja gut. Was soll ich denn machen? Mit dem Kleinen kann ich nicht reden. Ich kann nichts machen. Ja, wenn es so kalt ist, okay. Ich versuche mal die Heizung hier anzumachen. Brennmaterial haben wir nämlich genug. Können wir Horn heizen hier noch? Okay, wir können nur drei Stück hier reinmachen. Ja, mit dem Kleinen kann ich nicht reden. Ich kann mich mit dem Kleinen auch gar nicht bewegen. Essen haben wir noch. Medizin bräuchte ich aber. Ich glaube, ich habe das Spiel verloren, denn mit Henrik werde ich auch wahrscheinlich nicht... Kann ich jetzt mit dem Kleinen reden? Nee, kann ich nicht. Wieso kann ich mit dem Kleinen einfach nicht reden? Er ist sehr hungrig, ich kann ihm nichts zu essen geben. Bauen kann ich ja eh nichts mehr. Ich würde sagen, ich beende den Tag und wir schauen, was uns erwartet. Also, wir können ja eh nicht raus. Ausgeraubt wurden wir auch noch. Okay, der Kleine braucht Bandagen. Kann ich mich jetzt mit dem Kleinen... Ich kann mich mit dem Kleinen wieder nicht bewegen. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Machen. Nichts. Nichts kann ich machen. Ich kann nicht mal dem Kleinen was zu essen geben. Also das ist irgendwie echt deprimierend. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das Spiel schaffen soll oder wie ich hier überleben soll. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann machen wir das jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ich beende den Tag. Geh wieder in die Nacht. Wir können nur bleiben. Wir können nichts machen. Der Kleine wird wahrscheinlich sterben, weil er hungrig ist. Ja. Und Henrik ist gestorben. Das heißt, keiner mehr ist da. Das Spiel ist vorbei, wir haben nicht überlebt. Und jetzt der Epilog. Lebendig begraben. Stimmt, Bruno hat bei einer Bergung geholfen und ist nicht mehr zurückgekommen. Ja, und Pavel wurde erschossen. Katja wurde genauso erschossen. Auf der Suche nach Vorräten. Genau, wir haben ein Mädchen gerettet. Das war im Supermarkt. Ja, Ivano wurde öfters mal verletzt. Ja, danach ist Bruno verstorben. Der Winter kam, es wurde echt kalt. Wir mussten eine Heizung bauen.
Ja, und der kleine Ivano war sehr krank und Cheveta war auch sehr krank. Ja, und wir haben die Nachbarn, haben wir zugegeben, dass die das waren. Ja, der Opa war traurig. Wir waren alle am Boden zerstört. Ja, in der letzten Folge, wie gesagt, ist Cheveta gestorben. Die Krankheit hat einfach gewonnen. Und der kleine Ivanur, der wurde immer, immer kaputter. Also, der war richtig im Arsch. Ja, ich konnte den Ivanur nicht mehr anwählen. Ich konnte mit ihm nicht mehr spielen, gar nichts mehr. Ich konnte auch nicht mehr rumlaufen mit ihm. Ja, der Henrik, der war auch todkrank. Wir hatten keine Medikamente mehr. Ich konnte am Schluss gar nichts mehr machen, wie ihr gesehen habt. Dann ist Marin auch noch gegangen. Der war auch am Boden zerstört. Ja, und Henrik ist jetzt in dieser Folge auch gestorben und der kleine Ivano, der ist abgehauen. Das war's, liebe Leute, mit diesem Let's Play. Ja, zwei von uns haben überlebt. Also der Marin, der ist ja abgehauen und der Ivano ist auch abgehauen. Ich hoffe, den beiden geht's gut. Also ich muss sagen, das Spiel hat mich auch leicht mitgenommen. Also es war echt deprimierend. Einerseits hat es auch echt Spaß gemacht am Anfang. Bis zum Ende hat es eigentlich Spaß gemacht, das Zeug zusammenzusuchen und um sich um die Leute zu kümmern, Medikamente zu finden, Essen zu finden. Also es war echt. Ich muss sagen, also eine Herausforderung war es. Wir haben es leider nicht geschafft, wie ihr seht. Wir haben es nur bis Tag 38 geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tage es noch gehen würde. Aber dennoch, mir hat das Spiel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und das Let's Play ist hiermit beendet. Und vergesst nicht, dem Video einen Kommentar zu geben. Lasst ein Like da. Abonniert uns, damit ihr nichts mehr verpasst. Und die Folge ist hiermit vorbei.